Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Familienkostkanal. Heute backen wir zusammen mein Lieblingsbrot, das Haferflocken-Quarkbrot. Warum das mein Lieblingsbrot ist? Weil es total schnell gebacken ist und weil es richtig gesund ist. Es enthält nämlich kein Mehl, ja, also man kann auf Weizen bei dem Brot verzichten. Und die Hauptzutat sind Haferflocken, sagt ja schon der Name. Und Haferflocken sind so eine richtig gesunde Zutat, denn sie enthalten viele Vitamine, viele Mineralstoffe, viele Ballaststoffe, langkettige Kohlenhydrate. Und damit sind sie einfach perfekt für die gesunde Ernährung. Ja, also sie machen lange satt, sie unterstützen die Verdauung, sie unterstützen den Muskelaufbau, sie sind einfach schön für Haut und Haare, also für den ganzen Körper perfekt. Ergänzt werden die Haferflocken in meinem Brotrezept um Quark. Und der Quark, der sorgt mit vielen Proteinen auch für einen guten Muskelaufbau und für eine gute Sättigung. Und im Brot ist er vor allem dafür verantwortlich, dass es lange frisch bleibt. Außerdem kommt noch als Zutat Ei hinzu. Ei enthält auch richtig viele Proteine und im Brot gibt das Ei die nötige Bindung. Außerdem könnt ihr das Brot noch nach Lust und Laune ergänzen. Müsst ihr aber nicht, also das Grundrezept habe ich euch gerade genannt. Ihr könntet aber zum Beispiel geraspelten Apfel hinzufügen oder Möhrchen, ne, auch fein raspeln mit dem Apfel oder statt Apfel. Oder ihr gebt ein paar mediterrane Kräuter dazu, kleingeschnittene Oliven, Feta-Käsewürfel, kleingeschnittene getrocknete Tomaten, Röstzwiebeln. Ihr könnt auch die Haferflocken austauschen durch andere Getreideflocken oder sogar durch eine Müsli-Mischung. Ihr könnt Nüsse hinzugeben, ihr könnt Samen hinzugeben. Ja, tobt euch einfach ganz nach Belieben aus und probiert, was euch schmeckt. Die Zubereitung 5 Minuten, einfach alles zusammenrühren und dann ab in den Ofen. Am besten in einer Kastenkuchenform, so einer länglichen, die man mit Backpapier auslegt oder ihr nehmt eine Silikonform. Das Rezept findet ihr auch nochmal in meinem Familienkochbuch, aber auch auf meinem Blog. Ich verlinke es euch hier unten, ne? Ist wirklich einfach nachzubacken. Und belegen könnt ihr das Brot dann auch ganz nach Herzenslust. Ich mag es zum Beispiel sehr gerne mit Avocado und Ei oder mit Käse, mit Schinken. Ihr könnt jegliche Wurst verwenden oder Honig, Marmelade, keiner, ja, Räucherlachs. Eurer Fantasie sind da echt keine Grenzen gesetzt. Kann jeder so machen, wie er gerne mag. Meine Kinder nehmen das Brot gerne mit in die Schule in der Brotdose. Es bleibt euch auch zu Hause gut verpackt, so 3-4 Tage auf jeden Fall richtig lecker frisch. Und ihr könnt es auch einfrieren. Also ein tolles Brot für alle, die sich gesund ernähren möchten, die gerne Brot backen möchten, ohne dass sie dafür viel Zeit verbrauchen wollen, für Koch- und Backanfänger. Probiert es gerne mal aus. Ich bin ganz gespannt, was ihr sagt. Und ja, kommentiert doch hier unten, da findet ihr ja auch das Rezept. We'll be right back.